Jetzt füllen. Das ist die Waffe eines jeden Ritters. Eine elegante Waffe für zivilisierte Ritter. Gegen so ein Spielzeug bestehen, das ist eines. Gegen Menschen ist was anderes. Finde deine Freunde. Das übernehmen wir. Uns wird nichts mehr im Weg stehen. Tu es oder tu es nicht. Es gibt keine Versuchung. Und jetzt erfülle dein Schicksal. Ich brauche jemanden, der mir meinen Platz in all dem zeigt. Servus Leute, ich komme zwar her, ja, heute mit Lego Star Wars. So, was spielen wir jetzt? Fortan können die Dinge ins Lot gebracht werden. Der General sucht schon ewig danach. Wir kriegen Gesellschaft. Oh!
Erlaubnis, den Helm abzusetzen. Entschuldigt, Captain. Piu, 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 piu. Wow. Bei dir ist es sicherer als bei mir. Die Karte zu Skywalker. Der Widerstand lässt sich ganz bestimmt nicht von euch einschüchtern. Sie ist in einer DB-Einheit. Erledigen Sie das. Woher kommst du? Kido, er will sicher deine Bauteile. Du kannst bei mir übernachten, aber danach verschwindest du. Oh, oh. Morgen früh verschwindest du. Gern geschehen. Hör mir zu. Wenn du genau das tust, was ich sage, bringe ich dich hier raus. Was? Ich will dich retten. Ich helfe dir zu entkommen. Wieso hilfst du mir? Weil es das einzig Richtige ist. Du brauchst einen Piloten. Ich brauche einen Piloten. Kannst du als TIE-Jäger fliegen? Ich kann alles fliegen. Gut, dann auf zum Hangar. 287, hast einen Gefangenen, wie? Ha, schön für dich. Hey, 287, schön dich zu sehen. Warte.
Ist das schlecht? Da drin können wir das Alarmsystem deaktivieren. Das ist gut. Warst du vorhin auf der Arbeit? Das heißt, der Rest wird ein Spaziergang, ja? Nicht ganz, aber zumindest können Sie keine Verstärkung rufen. Der Hangar ist hinter diesen Türen. Bringt den Gefangenen zu den Zellen. Los, Bewegung. Wie sollen wir an den Wachen vorbeikommen? Ich lass mir was einfallen. Siehst du den Offizier, der durch die Tür links geht? Ich schätze, dort finden wir vielleicht passende Kleidung. Man sieht sofort, dass die Truppe aus Jakku zurück ist. Du sagst es. Wie viel Sand die in die Quartiere geschleppt haben, geht auf keine Banterhaut. Da drin sieht es aus wie auf Tatooine. Ich schwöre. Sie hätten sich wenigstens die Stiefel abputzen oder den Sand aus der Rüstung schütteln können, bevor sie an Bord kommen. Ich mag Sand nicht. Er ist kratzig und rau und unangenehm. Er ist einfach überall. Wenn meine Mutter mich so sehen könnte. Oh, Sir, willkommen. Der Hangar, hängt schön. Talljäger da drüben. Und was machen wir jetzt? Weiter als bis zum Talljäger kommen, habe ich nicht gedacht. Okay, wir kommen hier raus. Lebend, denke ich. Oha, Liga. Hey, wie heißt du eigentlich? FN2187. FN, ja? Ich werde dich Finn nennen. Ist das in Ordnung? Hört sich gut an.
Sobald wir diese Kabel getrennt haben, sind wir hier weg. Wir fliegen zurück nach Jakku. Ich muss meinen Droiden holen. Nein, 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 wir können da nicht wieder hin. Dieser Droide hat eine Karte, die direkt zu Luke Skywalker führt. Skywalker? Nicht gut. Komm. Gib die Hoffnung nicht auf. Er wird schon noch kommen. Wer es auch ist, auf den du wartest. Dich nach Nima. Aber zuerst muss ich noch was erledigen. Zuerst wirst du mir beim Schrottsammeln helfen. Anka Platt wird beim Handeln immer wählerischer. Das muss sein, sonst habe ich diese Woche nicht zu essen. Und dann bin ich dir keine große Hilfe. Vielleicht kann ich etwas bauen, um zu diesem Schrott zu gelangen. Wow. Er ist so nah. Kleidern. Wenn ich etwas baue, komme ich vielleicht hin. Ah.
denke, ich habe die Werkzeuge, um mir eine Hilfe zu bauen. Hilfe uns noch zusammen. Sollte für ein oder zwei Rationen am Ankerplatz reichen. Gehen wir zum Nima Außenposten. Letzte Woche war es jeweils eine halbe Ration. Was ist mit dem Droiden? Der ist nicht zu verkaufen. Nun, der ist mir durchaus 60 Rationen wert. Komm mit, Baby 8. Wasser! Wasser! Oh, verschwinden wir von hier. Wenn Anker den Droiden nicht kaufen kann, denkt er kann ihn einfach klauen, wie? Von wegen. Alle? Was? Was ist?
Hey, was? Die Jacke. Der Droide sagt, du hast sie gestohlen. Ich weiß, sie gehört Poe Dameron. Er wurde gefangen genommen von der Ersten Ordnung. Ich half ihm zu fliehen, aber unser Schiff stürzte ab. Dann bist du also im Widerstand? Wie es aussieht, ja. BB-8 sagt, dass er einen Geheimauftrag hat und zu deiner Basis muss. Angeblich trägt er sowas wie eine Karte in sich, die zu Luke Skywalker führt. Und alle wollen die haben. Luke Skywalker. Komm schon! Wir können dir nicht entkommen! Vielleicht doch! In diesen Vorschamper! Wow. Diesem Schiff! Die Mühle ist doch nur Schrott! Der Schrott wird schon tun! Bleib unten, das Ding.
bringt ihre Ortung durcheinander. Unten bleiben. Alles klar. Gut gemacht. Gut geschossen. Hey, bring mich in Position, dann schieße ich alle ab. Wow, fliegen ist geil. So langsam habe ich den Dreh raus. Das BB-8 eine Karte in sich hat, die zu Luke Skywalker führt. Ja, der Widerstand. Ich meine, wir brauchen diese Karte unbedingt. Dann sollten wir machen, dass wir von der ersten Ordnung wegkommen. Ich versuche unten zu bleiben. Das ist nicht so einfach ohne Co-Pilot. Ihr das Fliegen beigebracht? Niemand. Ich bin nur kleinere Schiffe geflogen. Habt ihr den Planeten verlassen? Das nenne ich Fliegen. Du musst sie abschütteln. Halt dich bereit. Geht klar. Wofür? Wir fliegen in diesen abgestürzten Sternzerstörer rein, stimmt's? Keine Sorge. Ich habe da drin schon oft Schrott gesammelt. Mit diesen Geschützen können wir dem Motor nichts anhaben. Wir brauchen etwas Durchschlagskräftigeres. Ein Protonentorpedo oder so. Warte mal. Diese Teils könnten mit Protonentorpedos bestückt sein. Piloten der ersten Ordnung gehören zu den besten, die es gibt. Wir müssen vorsichtig sein. Hier ja bestens auszukennen. Sniper macht Gefühl. Das heißt, es könnte sein, dass wir in eine Sackgasse fliegen? Ja. Aber wir leben noch, oder nicht? Da sind sie. Jetzt oder nie. Schützen dich vor dem. Versprochen. Lass uns hier abhauen. Ich habe einen Plan. Du bist in Sicherheit. Er ist beim Widerstand. Hilf mir damit. Na gut, mal ganz unter uns. Ich bin nicht ein Widerstand, klar? Ich versuche nur vor der ersten Ordnung zu fliehen. Aber wenn du uns sagst, wo die Basis ist, dann bring ich dich vorher dorthin. In Ordnung? Wo ist eure Basis? Komm schon, BB-8, sag's ihr. Das Elenium-System? Ja, das ist es. Flieg uns so schnell hin, wie du kannst. Ins Elenium-System. Gut festhalten.
Es ist die erste Ordnung. Was machen wir? Uns muss was einfallen. Wo hast du dieses Schiff her? Es hat sich doch wohl nicht einer der Ratare losgerissen. Oh, ganz toll. Die guavianischen Sicherheitskräfte. Geht runter und bleibt da, bis ich euch rufe. Han Solo, wir wollen unser Geld zurück, sofort. Denkst du, Ratare zu jagen ist billig? Kanji Club will seine Investition auch wieder haben. Diese BD-Einheit, die erste Ordnung ist auf der Suche nach genau so einer. Und nach zwei Flüchtigen. Wenn wir die Panzertüren in diesem Korridor verriegeln, dann sitzen beide Waffen in der Falle. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Das war ein Fehler! Ein riesiger! Zurück zum Falken finden, auf den wir idealerweise nicht aufgefressen werden. Die Türen sind versperrt, bis wir diesen Ratar erledigt haben. Irgendwo in diesen Kisten müsste was gegen Ratare sein, wenn ich mich nicht sehr täusche. Der Ratter muss raus aus dem Aufzugsschacht. Förderband hoch, schnell! Wir schicken was hoch, um den Ratter aus dem Weg zu räumen! Wird schon schiefgehen! Gehen zum Falken. Schlagt euch irgendwie zu ihm durch. Aber wir wissen nicht, wo wir sind. Ihr schafft das. Oh.
gebracht? Sie ausschalten. Wow. Joey, die Verwahrungsbereiche. Wann hat uns Ungewissheit jemals von etwas abgehalten?
fast geschafft. Der Falke ist hinter diesen Türen. Nein, 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 nein! Ray! Ray! Oh, Ray! Diesen Kran, aber es sieht so aus, als kann ich nur einen Droide einschalten. Ich wette, das Mädchen kommt an den Hebel ran. Wo ist sie? Finn, ich denke, ich kann an den Hebel rankommen. Der Kugeldroide. Er muss diesen Kran für uns einschalten. Thank you.
den Schub. Wir verschwinden hier mit Lichtgeschwindigkeit. Informiert die erste Ordnung, dass Han Solo den Droiden hat, den sie wollen, und dass er sich an Bord des Millennium-Falken befindet. Wenn Skywalker zurückkehrt, werden sich neue Jedi heben. Dank eurer Ausbildung kann man mich nicht verführen. Die Waffe. Sie ist bereit. Wir sollten die Regierung auslöschen, die den Widerstand unterstützt. Die Republik. Beaufsichtigt die Vorbereitungen. Ihr beide seid auf der Flucht, hm? Dieser Droide muss schnellstens zum Stützpunkt des Widerstands. Er hat eine Karte, die zu Luke Skywalker führt. Ihr wollt meine Hilfe? Ihr kriegt sie. Eine alte Freundin von mir kann den Droiden nach Hause holen. Und wo genau treffen wir diese Freundin von euch? Wir treffen sie auf Takodana. Mit dem Falken sind wir 0, nichts dort. Gar nicht, dass es so viel Grün gibt in der Galaxis. Solo, warum sind wir noch mal hier? Euer Droide muss auf ein sauberes Schiff. Sauber? Es war kein Zufall, dass Chewie und ich den Falken gefunden haben. Wenn wir ihn aufspüren konnten, ist die Erste Ordnung sicher auch nicht weit weg. BB-8 soll zum Widerstand. Dann haben wir mit Maz Kanata die besten Chancen. Sie ist hier in ihrem Schloss. Maz ist ein bisschen speziell auf ihre Art. Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, starrt sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es einfach.